Das passt, ich habe einen Hund hinter mir. So, danke schön. Morgen. Guten Morgen. So, wir sind live zusammen. Ich war jetzt noch mal ganz kurz weggehuscht, weil, was wollte ich, jetzt wollte ich gerade sagen, weil mein Göttergatter. Oh, guck mal, es ist noch keiner live. Also, man bekommt es gar nicht mit. Ich habe vergessen, die Milch reinzumachen, die Hafermilch. Es kam eine kleine Beschwerde, weil er trinkt ja keinen Kaffee ohne Hafermilch. Ich glaube, das löschen wir wieder, dieses Live. Machen wir nicht. Also, guten Morgen erstmal. Vielleicht kommt ja jemand von euch rein, das würde uns sehr, sehr freuen. Ich weiß, das Live war sehr kurzfristig angesetzt. So, ich habe mir für diesen Monat ganz fest vorgenommen, jeden Tag live zu gehen, in unterschiedlichen Formen. Alleine, in Art Meditationen, Atemübungen, mit anderen live gehen und so weiter. Und wir werden über das Thema Beziehung sprechen. Und heute ist der Ralf dabei. Und mir war das wichtig, dass der Ralf ja auch den Anfang mit mir macht. Weil es ist unser beides Thema. Also wir beide brennen für dieses Thema. Und nicht, weil wir das irgendwie angelesen haben oder gedacht haben, das wäre jetzt irgendwie Trend, sondern weil wir wirklich vor euch sitzen und sagen, ja, das war unsere größte Baustelle, unser größter Schmerz, den wir erlebt haben innerhalb der Beziehung. Und wir beide sitzen auch nicht vor dir und behaupten, dass wir es verstanden haben, oder? Mm-mm. Also wirklich, wir sitzen nicht hier, wir haben es nicht wirklich verstanden. Wir verfallen auch immer wieder in gewisse Verhaltensmuster hinein. Ich vielleicht mal ein bisschen mehr als er, obwohl er ist. Oh, Ja, tusch. okay. Und wisst ihr, so was ist nämlich bei uns nämlich dann ein Knackpunkt, ein Streitpunkt, wenn er so macht. Sie streitet, ich halt's aus. Nee, streite nicht. Ich bin ruhig beim Streiten. Das glaube ich aber teilweise noch schlimmer, gell? Wisst ihr, ich konnte nie streiten, nie wirklich streiten. Für mich war, wenn jemand laut geworden ist, ganz, ganz schlimm. Und ich darf wirklich lernen, meine Stimme zu erheben. Und es klappt aber immer mehr. Ja, versteht man dich besser. Genau, also, es war wirklich so, dass wir. Jetzt bin ich irgendwie aus dem Faden raus. Wo bin ich denn stehen geblieben? Wir haben es gelernt, aber wir verstehen es noch nicht wirklich hundertprozentig. Und ja, das war so die Richtung. Du bringst mich voll aus dem Konzept. Entschuldigung. Ja, Ja. Mann. Also, wie gesagt, wir sitzen nicht vor euch und behaupten, dass wir es wirklich verstanden haben. Aber gleichzeitig brennen wir wirklich für dieses Thema, weil wir einfach gelernt haben und erfahren haben, wie wichtig ein starkes Fundament ist. Und ein starkes Fundament sind unter anderem, ist die Beziehung. Und wenn wir über Beziehung reden, dann reden wir nicht nur über partnerschaftliche Beziehung. Also es geht wirklich um die Beziehung zu deinem Ehemann, zu deinem Freund, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden. Aber alles führt im Prinzip zu der Beziehung zu dir selbst hin. Und das ist vor allem dein starkes Fundament. Und dann natürlich, wenn du Menschen um dich drumherum hast, die nähren und füllen auch dein Fundament. Die Mona ist da. Guten Morgen mit Herzchen. Schön, dass du da bist. Schön. Und wisst ihr, ich bin früher ganz, ganz oft, Jemini, bin ich in mein emotionales Zuhause gefallen. Und mein emotionales Zuhause war immer Rückzug. Ich konnte schmollen. Also ich konnte wirklich meinen Mund verschließen und kein Wort sagen. Der Ralf, was war dein emotionales Zuhause? Auch Rückzug, ja? Ja, auch Rückzug, ja. Ja. Also wir beide hatten wirklich so diesen Drang, immer uns zurückzuziehen,
Was natürlich in erster Linie erstmal nicht schlimm ist, wenn man wieder aufeinander zugeht. Wenn man das natürlich ein paar Tage betreibt, kann das sehr, sehr anstrengend sein. Aber das sind wir wirklich gut durchgebrochen. So, und wir haben ja, wir wollen dieses Live auch gar nicht zu lang machen. Und vielleicht sieht es auch so aus, dass nur ich rede, gell? Ja, mach ruhig. Also er darf auch reden. Was möchtest du dazu sagen? Ich bestätige erstmal, was du gesagt hast. Du bestätigst ja, das. 3 Tage Rückzug ist dann schon spaßig. Und was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, dass ein ganz, ganz wichtiger Faktor die Bewusstheit ist. Das heißt, wenn du dazu tendierst, dich zurückzuziehen, dann mach dir das erstmal bewusst, dass du jetzt gerade in dieser Schleife, sag ich mal, drin bist. Du bist stinkig, du bist sauer und du willst dich zurückziehen. Wenn dir das bewusst ist, dann hast du auch die Möglichkeit, da ganz bewusst auch wieder dich rauszuholen. Eins von meinen Themen, Bewusstheit. Ja, aber dahin zu kommen, weißt du, oder beziehungsweise wenn es einem ja bewusst ist, dann aber auch den Schritt dann nochmal zu machen. Es ist schon, also auch für uns, oder? Es ist immer wieder, es war kein leichter Schritt. Selbst wenn es mir persönlich aufgefallen ist, oh verdammt, jetzt schmoll ich wieder, aber jetzt kann ich aber gar keinen Rückzieher machen, weil sonst bin ich ja die Geschwächte oder sonst bin ich ja diejenige, die ja wieder nachgibt. Ja, was ist die Basis? Das heißt, natürlich. Du kannst, wenn du der, ich war anfänglich eher in meiner, wie sagt man denn dazu, unbewussten Form. Das heißt, also ich habe mich zurückgezogen und habe über alles innerlich nur geschmollt und geschimpft. Aber ich habe gar nicht bemerkt, dass ich in dieser Phase drin bin. Das ist so oft so, dass man überhaupt nicht bemerkt, dass man jetzt in einer Höhle steckt. Und wenn dir das bewusst wird, dann ist es der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist dann zu sagen, okay, da will ich aber eigentlich nicht sein, wie komme ich da raus? Genau. Oh, das wäre ein super nächstes Live. Aber das würde jetzt zu lang gehen, darüber zu reden. Das könntest du alleine machen. Nein. Ich bin unerfahren in Lives, also von daher brauche ich Schützenhilfe. Oh, von mir? Ja, von wem sonst? Die Mona schreibt, ist so süß, passt ja super, wenn dann beide schmollen. 3 Tage lang, ja. Ihr Lieben, ich habe das sogar schon mal, aber da war ich jung, da war ich wirklich jung, da war ich Mitte, Anfang 20. Da habe ich mit meinem damaligen Schwiegerpapa, weil er was... Gott, wenn ich darüber rede, echt. Aber wir sind ja offen und ehrlich. Ich habe es wirklich geschafft, ein halbes Jahr nicht mit ihm zu reden, weil er sauer auf meine Katze war. Ich war wirklich sauer. Ich war wirklich jetzt aber froh, dass du es bei mir kein halbes Jahr durchgezogen hast. Ja, also, ihr Lieben, ich habe ja gestern in der Story angekündigt, was so unser Geheimnis ist. Und ist ja, wir beide sind wirklich zusammen, wirklich durch Tiefen gegangen. Also da, wo wir jetzt stehen, das ist uns im Endeffekt nicht geschenkt worden. Wir durften immer wieder durch dunkle Nächte hindurch. So habe ich es empfunden, oder? Okay. Du nicht? Also für mich halb, schon. Halb, ja. Der Ralf, muss ich aber auch sagen, er war immer so dieser Stabilere. Für ihn war... Ja, vielleicht ist es auch einfach, auch diese Weisheit und diese Klarheit vom Alter, könnte schon sein, oder? Weil mit dem Alter, also es hört sich jetzt doof an, aber wir reifen ja auch mit unserem Alter, im Normalfall. So sollte es sein, dass wir an Weisheit gewinnen. Und ich habe noch viel lernen dürfen, das auf alle Fälle. Und für den Ralf, er hatte schon immer mehr Stabilität in unsere Beziehung hineingebracht. Ich war ganz, ganz oft mit Schmerz behaftet, mit ganz vielen Erfahrungen, die ich auch in die Beziehung mit hineingebracht habe. Er aber wiederum natürlich auch. Auf alle Fälle sind wir wirklich, so sehe ich es wirklich, dass wir beide durch viele Täler hindurchgegangen sind und daran gewachsen sind. Und letztes Jahr war ja so eine Situation, wo ich wirklich gedacht habe, wir gehen getrennte Wege. Das war vor einem Jahr, Ostern vor einem Jahr. Und gleichzeitig dieser Riesenknall, was da zwischen uns entstanden ist, hat eine komplett neue Tür geöffnet. Und wir können wirklich sagen, es war so gut, dass dieser Knall damals entstanden ist. Jasmin, kommt runter. Komm runter. Ist okay. Dass dieser Knall entstanden ist und dieser Schmerz,
in die Oberfläche hochkommen wollte. Sorry, dass ich jetzt lache, aber die Jasmin sieht gerade so süß aus. So, also. Tschüss, Mona. Viel Spaß. Ja, also. Was wollte ich jetzt sagen? Kurz und knapp. Ralf, was ist denn unser... Welches Geheimnis teilen wir denn? Was heißt Geheimnis? Gib nicht auf. Ja, ein bisschen. Gib nicht auf. Genau, bist solange, du aufregend, hättest solange, du machen können. Ja, das hast du hast mich überrascht. Solange, ich denke, es ist ganz wichtig, solange du erkennst, dass beide eigentlich wollen und nur den Weg nicht sehen in die Partnerschaft rein, in die Beziehung oder um die Beziehung zu verbessern, dann nicht aufgeben. Also ich tue das immer ein bisschen ausbreiten. Okay, ein bisschen spannender mache eigentlich. Du warst jetzt so schnell. Egal, also unser Mantra ist, aufgeben ist keine Option. Mhm. Aufgeben ist keine Option. Besonders dann, wenn du in dir noch einen Funken spürst. Und du, wenn du ganz ehrlich bist, dann weißt du, wann eine Beziehung zu Ende ist und wann nicht. Du spürst es, wenn eure Wege euch noch nicht trennen. Und es ist wirklich auch in Freundschaftlichen, du spürst es. Und ich sitze jetzt nicht vor dir und sage, jede Beziehung ist auf Leben lang. Nee, daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass Beziehungen auch enden können. Dass Beziehungen ihren Sinn erfüllt haben und dass man dann getrennte Wege gehen sollte sogar. Aber solange du in dir drinnen spürst, da ist irgendwas noch, irgendwas, es ist noch nicht abgeschlossen, dann könntest du, das ist wirklich unser Mantra und ja unser kleines Geheimnis, aufgeben ist keine Option. Und wir tun alles, um einen Weg zu finden. Guten Morgen, Sina. Was ist jetzt mit? Genau, also, möchtest du noch was dazu sagen? Nee, da stehe ich eigentlich dahinter. Das Aufgeben ist keine Option, ist der Punkt, weil man kann sich ja dann auch mal vorstellen, du gibst dann auf und gehst in die nächste Beziehung und wenn du das Thema nicht gelöst hast, dann gibst du wieder auf und eventuell sogar noch ein Stückchen früher, weil das war schon wieder nicht die richtige. Und so pflanzt sich das fort, bis du es irgendwann, denke ich, auch verstanden hast, dass manchmal einfach eine Beziehung auch Arbeit bedeutet und bedeutet, sich auch das Wissen anzueignen. Was uns zum Beispiel unheimlich geholfen hat, waren ja die Sprache der Liebe. Mhm. Das war ein ganz großer Schritt, dass wir kennengelernt hatten, wie der Einzelne tickt in dem Zusammenhang. Das heißt, auf welcher Ebene der Einzelne kommuniziert. Also bei der Daniela ist es die Beachtung, das heißt, ich sehe dich. Ja, die Sprache der Zärtlichkeit, also der Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit, genau, richtig. Und bei mir ist es eher die Sprache der Anerkennung, Lob, genau. Und wenn man das nicht weiß, dann zeigt man seinem Partner auf seine Art und Weise seine Liebe und der Partner versteht es nicht so wirklich. Man wundert sich dann hinterher, warum das eigentlich nicht ankommt, fühlt sich auch umgekehrt eventuell nicht geliebt, obwohl der Partner auf seine Art und Weise wiederum Liebe aussendet, aber die versteht man nicht, die erkennt man in dem Fall nicht. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Ich habe jetzt leider den Autor nicht im Kopf. Du? Ich auch nicht, aber das ist ein wundervolles Buch. Also die 5 Sprachen der Liebe, ja. Aber ich könnte sie dann später drunter schreiben. Wenn man das hier verlinken kann, dann ja. Verlinken nicht, oder aber ich kann ihn reinschreiben, ja. Genau. Also okay. Das Buch ist wirklich gut und wir haben es kennengelernt über ein Seminar. Und wenn ich jetzt mein Buch oder unser Bücherregal durchschaue, ich tue ja gerade ausmisten, haben wir wirklich viele, viele Bücher, was das Thema auch Liebe anbelangt. Und das möchte ich euch noch sagen. Und dann hören wir auf. Vor vielen, vielen Jahren, wir sind jetzt 14 Jahre zusammen, war noch nicht lang, wo wir zusammen waren, habe ich von seiner Mama ein Buch geschenkt bekommen. Und das ist wirklich die Runde innerhalb der Freundschaften.
Also in unserem Kreis, und zwar war es das oder ist es das, das der Beziehungs nach, wie heißt denn? Ich habe es immer die Beziehungsbibel genannt. Kann sich noch daran erinnern? Oh, das muss ich unbedingt mal mit euch, ich suche es mal raus. Es war wie in Beziehungsbibel, du hast intuitiv was aufgeschlagen und dann waren zu jedem Thema ja, ein Inhalt mit Übung und so weiter. Und damals war ich ja vor 14 Jahren, das war ja noch frisch, ich noch wie frisch geschlüpft in eine Beziehung. So kam ich mir damals vor, obwohl ich schon zwei Kinder hatte. Aber mit dem Ralf hat sich da einfach alles verändert. Der Ralf war irgendwie, ja, mit dem Ralf hat sich wirklich alles verändert. Und dieses Buch war unser erstes gemeinsames Buch. Es war ein Beziehungsratgeberbuch. Und wenn ich jetzt sehe, wo wir stehen, dass wir auch nach außen gehen, um das Thema Beziehung zu vertiefen, wirklich, weil wir dafür brennen, weil wir spüren, es ist jetzt einfach an der Zeit. Es ist an der Zeit, dass wir hier neu hineinblicken, dass wir uns lösen, dass wir uns neu definieren. Und dass wir unser Arsch wirklich jetzt bewegen, an uns selbst zu arbeiten. Und nicht unsere Mitmenschen als komplette Projektionsfläche benutzen. Das geht einfach nicht mehr. Und das sage ich auch zu mir. Und nicht nur zu dir, sondern auch zu mir. Und zu ihm. Naja, okay, ihr Lieben. Wir sehen uns, wenn du magst, am Montag um 6:30 Uhr. Weiß noch nicht, was wir machen, aber wahrscheinlich eine kleine Reise, eine kleine Selbsterfahrungsmeditation. Und wenn du dabei sein willst, dann sei gerne um 6:30 Uhr am Montag dabei. Und süß, ich bin pünktlich. Ich habe gesagt Ja, 20 passt. Minuten, weil Ralf muss nämlich um 7 Uhr das Haus verlassen. Also, machst du noch ein Abschlusswort sagen? Nee, wie sagt man so schön, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Schönen Tag euch. Ihr Lieben, am Anfang habe ich, das muss ich jetzt noch sagen, am Anfang habe ich gesagt, wir löschen dieses Video. Das war ja, bin so platt, gell? Ja. Aber wir löschen es nicht, wir lassen es. Passt alles. Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Bis dann.